Geschwister, wir grüßen euch im Namen Joshua. Wieder mal wollen wir das Wort mit euch teilen, das Wort, das lebendige Wort, das Wort, wovon jeder leben sollte, weil das Wort ist Gott selbst. Bevor wir anfangen, wollen wir natürlich wieder beten und dem Herrn Jesus allein die Ehre gebühren. Beten wir im Namen Jesus. Herr, wir danken dir für diesen Moment, wir danken dir für deine Treue, wir danken dir für deine Liebe, Herr. Herr, wir wollen dein Wort teilen, wir wollen, dass du uns stärkst, wir wollen unsere Seele, unser Geist ernähren mit deinem Wort, mit dem lebendigen Wort, reinigen und damit du uns vorbereitest für deine Rückkehr, für die Rückkehr mit dir, dass wir uns wieder mit dir begegnen und in Ewigkeit mit dir wandeln, Jesus Christus. Danke, Herr. Führe uns, berühre uns und vor allem berühre dein Volk, die das Wort mit uns hören wollen, werden, teilen werden. Danke, Jeschua. Im Namen Jesu Christus haben wir gebetet und wir sagen Amen. Amen. Einen guten Tag wünsche ich euch. Hallo, meine Schwester. Ich bin der Bruder Dean. Wir sitzen hier mit der Schwester Nancy und mit der Schwester Alice. Mit der Schwester Alice. Auch Geschwister im Glaube. Wir wollen einfach ganz kurz die Gemeinde ermahnen mit einem Bibelvers. Und zwar werden wir, bevor wir anfangen, natürlich, wie geht's euch? Wie geht's dir, Schwester Nancy? Mir geht's gut. Okay, und dir? Oh, mir geht auch soweit gut, okay. Dank Gnade Gottes. Wir sind froh, hier zu sein und auch mal mit dem Volk Gottes auszutauschen. Wir leben viele Sachen und wir wollen gerne mit besonders Jungen darüber sprechen und uns alle ermahnen, wie wir unser Leben führen können. Mhm. Ganz kurz, weil ich sehe, ihr seid auch nicht die Ältesten, ihr seid auch jung. Wie ist es passiert, dass ihr, also ganz kurz, wie ist es bei dir passiert, dass, wie hast du den Herrn empfangen, Schwester Nancy? Der Herr hat einfach in meinem Herzen gesprochen. Also es ist so, dass ich am Anfang in eine Gemeinde ging und 5 Jahre lang dort gewesen war. Und ja, ich dachte, dass ich einfach Gott diene und ich habe alles laut mir gemacht, was Gott von mir verlangt hat. Also für mich war Gott zu dienen, war das 3 bis 4 Mal in der Gemeinde zu sein und auch auf jeden Fall sonntags nicht zu fehlen und überhaupt, ich habe überhaupt nicht meine Bibel gelesen, außer sonntags, weil ich gedacht habe, okay, Gott ist ein Gott, den man nur sonntags besuchen kann. Also das heißt, aber wenn du deine Bibel an dem Sonntag vergessen hast, genau, dann hast du 2 Wochen lang keine Bibel gelesen. Genau, ich habe mein Leben einfach normal gelebt und ich dachte dabei, dass ich Christen wäre. Bis Gott sich eröffnet hat. Das war die Zeit, wo ich war einfach unzufrieden, also mit meiner Beziehung mit Gott. Meine Seele hat einfach gelitten, weil ich mir gedacht habe, okay, ich wollte einfach mehr wissen oder mehr von, ich wollte einfach diesen Gott näher kennenlernen. Ich habe mir gedacht, das kann es nicht nur sein, dass ich also so viel Energie und Zeit vergeude und denke, okay, aber trotzdem, ich war nicht erfüllt, ich war nicht zufrieden. Mhm. Ich habe mir gesagt, das kann nicht sein, also es muss schon mehr sein. Okay, also du bist zur Gemeinde gegangen, genau. Du hast ab und zu mal die Bibel gelesen, genau. Du hast gedacht, okay, du tust, was der Herr von dir verlangt, genau. Also hast du irgendwie gedient, hast du was irgendwie aktiv, mhm. Aber was ist passiert? Ich war trotzdem leer. Okay, aber was ist passiert? Also was passiert, damit du deinen Lebensstil änderst? Weil du bist zwar zur Gemeinde gegangen, mhm, du hast bestimmt auch alle Dinge getan, genau, wie andere Leute, genau, auch. Und wie die Leute, die nicht zur Gemeinde gehen. Genau. Aber was ist passiert, damit du... Du hast gesagt, der Herr hat sich nicht offenbart. Mhm. Das heißt, irgendwann mal hat sich der Herr an dich offenbart. Mhm. Wie ist es passiert? Also das ist passiert in dem Moment, wo ich ein Zeugnis von einer Schwester aus Belgien mir die eingeschaut habe. Also, das war eine Freundin von mir, die mir dieses Zeugnis gezeigt hat. Mhm. Die Gott hat die Schwester in die Hölle gebracht, mhm,
Und ja, sie hat dann erzählt, was für ein Leben sie geführt hat und dass sie viel gesündet hat und so weiter, dass sie zum Beispiel dass sie mit einem verheirateten Mann eine Beziehung hatte. Also mit einem mit einer Person, die mit einer anderen Frau verheiratet war, sie hatte mit ihm eine Beziehung. Genau, und obwohl sie wusste, dass es falsch war, aber trotzdem hat sie diese Beziehung gehabt. Und bis Gott, also Gott hat sie mehrmals ermahnt, aber sie hat nicht gehört, bis Gott sie dann in die Hölle gebracht hat. Und von diesem Moment hat, also als ich dieses Zeugnis gehört habe, hat dieses Zeugnis mein Leben geändert, weil ich habe mich an die Lage von der Schwester hineingesetzt. Mhm. Und ab diesem Moment habe ich auch gesehen, dass ich auch gesündigt habe, dass ich auch Beziehung ohne, also eine Beziehung auch mit einem verheirateten Mann hatte. Und dass ich auch, wo ich gedacht habe, dass, also, dass es richtig war, dass der Mann zum Beispiel seine Frau verlassen würde. Und ich habe gedacht, dass ich, also, dass ich ja, im Reinen lebe, dass Gott das alles versteht. Obwohl du in die Gemeinde gegangen bist. Genau. Obwohl du die Bibel gelesen hast. Genau. Obwohl du gedient hast in der Gemeinde. Genau. Hast du sowas gemacht? Genau. Aber was war das für eine Gemeinde überhaupt? Das war so eine amerikanische Atterbury. Okay. Okay. Also das heißt, durch das Zeugnis hast du dich in die Lage wieder hineinversetzen können, weil im Prinzip hast du dasselbe gelebt, was du auch gelebt hast. Genau. Und er hat dir gesagt, aufpassen, weil ich habe die Hölle gesehen. Genau. Tut Buße, weil sonst werdet ihr das erleben, was ich auch gelebt habe. Genau. Und das hat dein Leben geändert. Genau. Wow. Ab diesem Moment habe ich dann mein Leben geändert und ich habe mein Leben ganz Gott gewidmet und ich habe um Vergebung gebetet. War das in der Gemeinde? Also du hast das Video gesehen, wo warst du? Ja, ich war zu Hause. Das heißt, man kann auch zu Hause den Herrn empfangen. Genau. Man kann den Herrn auf der Straße, überall kann man den Herrn empfangen. Mhm. Weil viele denken, okay, das Gebäude, Kathedrale oder Tempel oder was, Megachurch, da wohnt der Gott. Mhm. Deswegen präzisiere ich immer, der Gott ist kein Kaninchen. Mhm. Du kannst den Gott nicht da einsperren, so wie du gedacht hast, okay, Sonntag. Ah Gott, hallo, Sonntag sagst du dem Hallo, um 15 Uhr sagst du Gott, ciao, bis nächsten Sonntag. Und er wohnt da drin. Nein, wir können dem Gott kein Haus bauen. Ja. Er hat Himmel und Erde erschaffen, was für ein Haus wollen wir ihm bauen? Er hat uns erschaffen, weil er will in uns leben. Mhm. Und das hast du erlebt. Ja. Boah, das ist sehr stark. Also wir können, wenn Gott will, können wir auch mal wirklich, jeder von uns mal über unsere Zeugnis, unsere Begegnung mit dem Herrn sprechen. Mhm. Schwester Alice, wie war es bei dir? Also ich kann nur... es ist fast genauso passiert. Ich gehörte nicht unbedingt zu einer Kirche, aber ich muss sagen, ich habe auch mein Leben gelebt wie jede junge Frau. Und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich hatte schon von Gott gehört, aber trotzdem, ich habe mein Leben einfach mal gelebt. Und ich muss sagen, es fing an, als ich mit meinem Studium fertig war. Ich hatte schon alles erreicht. Für mich war, wow, fertig. Jetzt kann das Leben anfangen, ich werde Geld verdienen, alles ist gut. Aber ich muss sagen, in dem Moment, wo ich mit meinem Studium fertig war, ich hatte dann mein Abschluss, dann habe ich bemerkt, ich kann mich nicht freuen. Alle Familienmitglieder waren sehr froh, dass es zu Ende ist. Ja, du bist das und das geworden, es ist doch schön. Aber ich selber hatte ich keine Freude. Ich konnte mich überhaupt nicht freuen. Meine ältere Schwester hat gesagt, ja, du hast eine ganz schlimme Zeit hinter dir. Es ist normal, du bist ein bisschen depressiv, aber das wird schon gehen. Aber ich habe in mir bemerkt, das stimmt gar nicht. Bin ich depressiv? Irgendwas fehlt mir auch. Und es ist noch zusätzlich ein Ereignis passiert in meinem Leben. Mein Bruder war dann krank. Er ist ins Koma gefallen. Und ich wusste, dass ich beten muss. Ich habe auch öfter gebetet, aber ich meine, das war wahrscheinlich nicht nach dem Willen Gottes, weil ich gesündigt habe. Ich habe auch mein Leben gelebt mit einem Freund. Und dann plötzlich einmal, ich habe gebetet, dann hörte ich in meinem Herzen, Gott, er hört nicht,
das Gebet des Sündigers. In deinem Herzen hast du gehört? Ja, habe ich das gehört. Eine Stimme in deinem Herzen? Ja, und oh, ich habe das noch nie gelesen irgendwo. Ich habe das also nicht nie. In den Ohren, aber in den Herzen? Nein. Wow. Und ich habe das noch nie gelesen in der Bibel. Also das, diesen Vers hast du noch nie gelesen? Ich habe das noch nie gelesen. Und dann hatte ich eine Freundin, die auch sehr gläubig war. Wir haben auch gemeinsam gebeten für meinen Bruder. Und dann sagte ich ihr, weißt du, ich höre das immer, wenn ich bete für meinen Bruder, ich höre das immer wieder, weil ich weiß, sie sagte, ach, ja, okay. Dann ist mein Bruder auch gestorben. Und ab dem Moment habe ich gedacht, was ist denn überhaupt das Leben? Ich habe zwar für Menschen erreicht, was es zu erreichen ist, ich habe studiert, ich bin was vielleicht für die Menschen was geworden, aber mein Bruder, er ist gestorben, er ist nicht mehr da. Das könnte mir auch passieren. Und dann habe ich... Mal fragen, wie jung war der? Wie bitte? Wie jung war dein Bruder? Der war 50, genau 50 geworden, okay. 50 Jahre alt. Und dann dachte ich, was ist denn los? Was ist denn überhaupt dieses Leben? Dann fing ich an, mich Frage zu stellen. Was ist denn überhaupt das Leben? Ist das Abschlüsse zu haben? Einen Titel zu bekommen? Man kann das alles haben, aber irgendwann mal ist es Schluss. Ob man das will oder nicht, irgendjemand entscheidet, es ist Schluss. Und was ist denn der Sinn meines Lebens gewesen, wenn das mir passieren wäre? Mhm. Ich hätte vielleicht studiert, ich wäre was geworden, in Anführungszeichen, aber der Sinn des Lebens hätte ich nicht erfahren. Und so fing das an und dann habe ich auch ein paar Predigten gehört, dann dachte ich, ja, ich lebe in der Sünde. Ich hatte einen Freund, aber ich meinte, ich wäre Christin. Und dann fing das an, immer noch in meinem Herzen. Das ist die Sünde, was du machst. Kein hat mir das gesagt. Wow. Oder ich hatte das schon mal gehört, aber das hat mich nie so richtig angesprochen. Okay, wo warst du auch zu Hause wahrscheinlich? Ich war zu Hause. Also der Herr hat dich auch zu Hause gesprochen? Ich war zu Hause. Wow. Was heißt, der Herr spricht auch zu Hause? Ja. Direkt zu den Personen? Ja, kein... Ohne über ein X und Y zu gehen? Ja, genau. Wow, genau. Wunderschön. Ja. Und ab dem Moment, ich war so überzeugt von der Sünde, dass ich gedacht habe, ich kann nicht mehr so leben. Das war's. Und es ist von heute auf morgen passiert und ich habe die Entscheidung getroffen, ich will nicht mehr so leben. Mhm. Es ist mir egal, was die Leute mir sagen. Viele haben gesagt, das ist doch normal, dass du einen Freund hast, du bist so eine junge Frau, jeder lebt so, es ist normal. Aber Gott sagt, es ist nicht normal. Er will keinen Verkehr vor der Ehe. Mhm. Und das ist der Gott, der weiß, was für uns gut ist. Amen. Und ab dem Moment habe ich gesagt, okay, ich will einfach mal wissen, wer dieser Gott ist. In meinem Elternhaus, man hat über Gott gesprochen. Wir sind auch in die Gemeinde immer sonntags gegangen. Aber trotzdem, das hat nichts in meinem Leben geändert. Mhm. Ja, ich kann nicht sagen, dass meine Eltern mir keine gute Erziehung gegeben haben, aber was Gott von mir erwartet hat, dass ich nicht so lebe, habe ich nicht wirklich umgesetzt. Mhm. Ja, und ich kann nur sagen, danke Gott, danke Joshua, dass du einmal mich angesprochen hast und dass du so mein Herz berührt hast, dass ich mein Leben oder dass sich mein Leben geändert hat. Amen. Und ich kann nur jedem sagen, die Welt kann uns viel belehren, zeigen, dass es so müssen wir leben, das ist das Richtige. Aber was heute richtig ist oder gut ist, kann morgen schlecht sein. Mhm. Die Welt ändert sich jeden Tag, mhm, jede 2 Jahre. Aber Gott ist derselbe. Wenn er was für schlecht hält, das bleibt so. Sieht's aus. Und deswegen ist für uns der beste GPS. Genau. Also er zeigt uns der Weg, mhm, der ist der Weg, er ist die Wahrheit, Amen, und er ist das Leben. Amen. Wer das Leben möchte, muss dem folgen. Mhm. Amen. Ja, super. Also wie gesagt, bei mir war es auch nicht anders. Auch ein treuer Kirchengänger. Aber auch getan, was ich wollte. Geraucht, Frauen, Clubs,
feiern, saufen, klauen, alles was junge Leute dort machen. Aber die Offenbarung hatte ich auch nicht. Und bei mir war es auch in deinem Haus, auch in deinem Wohnzimmer. Aber mir war es so, da wurde auch gelehrt, ich wurde gepredigt an dem Tag. Und ja, ich habe mir immer gedacht, ich bin Christ, wie alle anderen auch. War treuer Kirchengänger, war sogar manchmal 2, 3 Gemeinden pro Sonntag, weil wir auch Musik gemacht haben. Also wie gesagt, für mich war ich top. Weil ich habe mich nicht zur Kirche gegangen, habe auch Musik gemacht, habe auch gesungen und so weiter und so fort. Gitarre gespielt, Schlagzeug und hier gespielt. Und wir dachten, okay, ja, das ist, wir sind, also wenn der herkommt, gehen wir mit ihm. Und im Prinzip war es aber nicht so. Da wurde mir einmal in einem Wohnzimmer, weil ich auch immer gedacht habe, okay, gepredigt wird nur in einem Gebäude XY, was man Tempel, Kirche oder wie auch immer nennt. Mhm. Wurde mir das Evangelium gepredigt. Und an dem Tag habe ich mir auch gedacht, okay, ich gehe da hin und dann, ja, wird es so sein, wie es sonst auch immer ist. Dann gehe ich an dem Tag wieder nach Hause, werde meine Flasche Wodka killen, wie man früher gesagt hat, die schön kühl war im Kühlschrank. Aber es war nicht so. Da wurde mir das Evangelium präsentiert. Es gibt nicht 2 Evangelien, nur ein Evangelium. Amen. Das wahre Evangelium, die wahre Begegnung. Also bei mir wurde Jesus präsentiert, Joshua präsentiert. Und ich habe festgestellt, wow, ich bin gar kein Christ. Das ist, wenn ich gestorben wäre vor 2, 3 Stunden, wäre ich in die Hölle gegangen. Mhm. Ja. Obwohl alle Leute wussten, der Junge ist sehr höflich, der Junge ist nett, der Junge ist lieb. Versteht ihr? Mhm. Der Junge geht immer zur Gemeinde. Alles immer so ruhig. Alles anders ist so ruhig und so, ja. Aber der Gott sieht es anders, wie du sagtest. Wenn Gott sagt, das ist gut, dann ist es gut. Wenn der Gott sagt, das ist schlecht, dann ist es schlecht. Wir sehen die Dinge viel anders, ganz anders, als wie Gott diese Dinge sieht. Mhm. Die Menschen hätten gesagt, wenn ich gestorben wäre, das war ein lieber Junge, das war so. Aber wo wäre ich hingegangen? Ich selbst wusste in diesem Moment, wenn ich jetzt sterbe, gehe ich in die Hölle. Mhm. Mir wurden die Augen geöffnet. Mhm. Das Evangelium öffnet einem die Augen. Mhm. Er stellt sich vor Licht und du siehst, wer du wirklich bist. Vor einem Spiegel und du siehst, wer du wirklich bist. Und ab dem Tag hat sich mein Leben geändert. Das wahre Evangelium. Und das ist das, was fehlt der Jugend. Das ist, was fehlt in den Gemeinden. Alle drei in der Gemeinde. Mit einem Mann, der schon eine Frau angehörte, war sie zusammen. Du hast einen Freund gehabt. Ich hatte nicht nur eine, ich war bei mir Katastrophe. Aber wir waren alle in der Gemeinde. Mhm. Was wird da präsentiert? Deswegen haben wir letztes Mal über die Gemeinde gesprochen. Nicht alle Gemeinden sind Gemeinde von Christus. Der hat gesagt, ich werde auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde aufbauen. Mhm. Er hat seine Gemeinde schon gebaut. Er hat seine Gemeinde auch nie benannt mit XY Baptisten so. Nein. Hat er uns nicht verraten, wie die Gemeinde heißt. Mhm. Aber die Gemeinde ist auf ihn gebaut. Er ist das Fundament. Sein Wort ist das Fundament. Das Evangelium ist das Fundament. Mhm. Und die Person, die Mitglied seiner Gemeinde ist, ist und muss, das hat keine andere Wahl, er ist eine Person, die verändert wurde durch sein Evangelium. Wie man sehen konnte zu Saulus zum Paulus. Vom Saulus zu Paulus. Das Evangelium muss was bewirken im Leben von den Leuten. Das Evangelium muss was bewirken im Leben von der Jugend. Im Leben von allen. Aber leider werden die Gemeinden werden befüllt, aber die Leute kommen genauso raus, wie die reingegangen sind. Manchmal sogar noch schlimmer. Weil du da andere Heuchler kennenlernst. Ihr vermischt euch und vertauscht eure Dämonen. Der schläft mit dem. Das ist wie im Swingerclub. Dieser Junge hatte schon alle Frauen, diese Frauen hatten schon alle Jugendlichen in der Gemeinde. Das ist ein komplettes Durcheinander. Was ist mit den Seelen dieser Leute? Ihr werdet sehen, dass die Leute auch tätig sind, die tun dienen. Der andere ist im Chor, der andere ist für die Fürbitte, der andere kümmert sich um die Jugend, der andere kümmert sich um das, aber komplett in der Sünde. Hm. Hauptsache, du bist anwesend, Hauptsache, du bist da. Das ist Hauptsache, du erscheinst, du bist da, du bringst dein Geld mit. Das ist alles oberflächlich. Aber was ist mit deinem Herzen? Was ist, wenn du stirbst? Das juckt gar keinem. Und komischerweise den Pastor auch nicht. Aber was ist seine Arbeit? Eigentlich den Weg zu zeigen. Den Weg zu zeigen. Welchen Weg? Die Wahrheit, was du genannt hast. Jesus. Diesen Weg müssen wir zeigen. Wir werden kurz teilen ein Bibelvers in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 22.
weiß nicht, ob du, ob einer von euch das lesen kann. 2. Timotheus 2, Verse 22. Mhm. Die jugendlichen Begierden aber fliehe, mhm, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Wow. Das ist interessant. Das sind genau die Dinge, die ich gesprochen habe. Die jugendliche Begierde fliehe. Was sind die jugendlichen Begierde? Ich habe schon einige gehört, die wir begierdet haben. Wir waren treue Kirchengänger, aber wir haben auch unsere Begierde gehabt. Der andere wollte seine Freundin haben, der andere seinen Freund, der andere wollte mehrere Freunde haben, wollte mal hier ausprobieren, Chinese, Afrikaner, Amerikaner. Willst du alles ausprobieren? Die Begierde. Ah ne, ich muss einen, so eine Frau haben, ich muss so, ich muss diese Form probieren, diese Form. Das sind die jugendlichen Begierde. Ah nein, ich muss das und das werden. Das ist gut und schön, du kannst alle Titel, alle Diplome haben. Okay, das ist nicht schlimm. Das ist keine Sünde. Aber was kommt danach? Wir haben eine Schwester hier gehabt, die hat das alles, die hat das erreicht. Aber sie war nicht erfüllt. Er hat gesagt, hey, und jetzt? Jetzt habe ich das und jetzt? Ich bin trotzdem nicht befriedigt, trotzdem nicht glücklich. Andere wollen rauchen, andere wollen kiffen, wollen Ecstasy nehmen, wollen das nehmen. Aber trotzdem haben die nicht die Nase voll. Was versteht ihr noch unter Jugend? Was gibt es noch unter jugendliche Begierde? Was könnt ihr dazu sagen? Was du schon, muss lauter sprechen. Was wir schon benannt haben, mhm, es kann Drogen sein, es kann Alkohol, also man ist einfach abhängig von Sachen, also Sachen, die heutzutage die Jungen machen, oder zum Beispiel die Probi, viele Jungen heute wollen anerkannt werden, mhm, und die machen alles, was deren Freund dem sagen. Mhm. Man sagt, okay, wir mussten jemanden töten oder jemanden zusammenschlagen, dann tun die Leute das, um andere Leute, also damit sie anerkannt werden von ihren Freunden. Mhm. Aber das ist falsch. Im Inneren weiß man, dass das, was man tut, nicht richtig ist. Ja? Mhm. Weil Gott hat ein Bewusstsein in uns gesteckt und wir wissen, ob wir richtig etwas richtig machen oder nicht richtig machen. Und vorhin haben wir ja auch von Gemeinde und alles Mögliche gesagt, okay, trotz allem, dass wir nicht belehrt wurden, wir wissen, also ich wusste, dass kein Sex vor der Ehe eine Sünde war. Ich wusste, dass die Tatsache, dass man mit einem Mann von anderen geht, eine Sünde war. Aber man hat einfach nicht gehört, man hat einfach seine Wille gemacht. Ja, diese Begierde war Gottes so stark, Wille. Ne? Genau. Genau. Man hat einfach seine Wille, anstatt Gottes Wille zu machen. Mhm. Aber Gott spricht also jede Zeit an uns und wir sollen einfach, ja, da sagt uns die Bibel, dass wir nach der Gerechtigkeit, suchen, ja. Mhm. Wenn etwas, wir wissen, was gerecht ist, wir wissen, wenn etwas gerecht ist oder ungerecht ist, ja, dann müssen wir selber unsere Entscheidung treffen und nicht uns irgendwie beeinflussen lassen von Freunden oder von Familienmitgliedern oder was auch immer. Wenn wir wissen, dass also Rassismus nicht gut ist und unsere Eltern sagen uns, dass wir jemanden also hassen sollen, nur weil er anders ist, schwarz oder dick oder was auch immer, dann sollen wir es nicht machen, weil das ist, was eigentlich Gott in uns gesteckt hat. Und wir müssen also einander lieben und jeder Mensch akzeptieren, wie er ist. Gott verabscheut die Sünde, aber der liebt die Sünder. Wir sind nicht perfekt, aber durch Gottes Wort können wir, also Gott kann uns perfekt machen. Und deshalb brauchen wir das Wort Gottes, damit wir uns also jeden Tag verbessern, damit wir den richtigen Weg gehen können und uns nicht irgendwie leicht von Menschen oder von Freunden oder von irgendjemandem beeinflussen lassen können, mhm, oder sollen. Genau. Was verstehst du unter die Begierde oder die Begierde der Jugend? Schwester Alice. Es ist unterschiedlich. Also es hängt immer davon ab, mit wem man hängt. Ja? Mhm. Wenn das mit 14, man versucht vielleicht mal zu rauchen und dann wird das irgendwann mal eine Abhängigkeit. Und bei manchen ist es Sex, Pornografie oder was weiß, Selbstbefriedigung,
viel andere Sachen. Und ich denke, deswegen ist es ganz wichtig, ich glaube, für mich persönlich denke, es ist ganz wichtig, dass die Familie wirklich steht. Weil die Kinder bekommen, wenn sie selber auch gut belehrt sind und ihre Kindern was weitergeben können, das wird auch Menschen werden, die dann was, wie soll ich denn das erklären, die was Gutes werden können. Mhm. Wenn die Eltern selber nicht viel bekommen, die können auch nichts weitergeben. Mhm. Ja? Und ich meine, heutzutage, man sieht, wie die Familien zerstört sind, die Familien sind geschieden, sodass die Familien instabil sind. Die Kinder sind auch instabil. Sie suchen irgendwo irgendwas, was sie zufrieden machen kann oder was ergänzen kann, was die Eltern denen nicht geben können. Mhm. Und das ist wirklich schade. Ich kann nur sagen, meine persönliche Erfahrung. Ich kann nur jedem Menschen sagen, die Welt ist schön und gut, aber diese Welt wurde von einem Gott erschaffen. Und er hat auch was Gutes, gute Wege für uns vorbereitet. Der wollte nicht, dass wir so leben, wie wir leben, entleiden, mit Hass, mit alles, was man so sehen kann heutzutage. Und man muss dann suchen, was dieser Gott sich gedacht hat, als er uns erschaffen hat. Er wollte uns ein besseres Leben, in Frieden, in Liebe ineinander. Und wenn man das lernt und von ihm, dann kann man das auch weitergeben. Und Eltern, die das auch bekommen haben, können dann ihren Kindern das weitergeben, die dann später auch das weitergeben können. Aber wenn die Eltern selber nichts bekommen haben, sie können nichts bewegen, gar nichts. Und wir sollten uns nicht von der Welt belehren lassen, weil sie selber was lernen müssen. Also die Welt, diese Menschen, die meinen, wissen Sie, sie können leben, wie sie wollen, Toleranz hin und her, alles ist gut, macht einfach mal, was ihr wollt, ne? Das Leben ist schön, aber irgendwann mal kommt die Zeit, wo jeden Mensch gerichtet wird. Ob man das will oder nicht, es ist leider so. Die Welt wurde erschaffen von jemand, der hat Gesetze gegeben und das wird vollendet. Irgendwie. Und jeder Mensch weiß, wir haben auch in uns drin, ja, jeder weiß, es ist wie klauen. Man sagt, wer hat einen Mensch belehrt, klauen ist nicht gut oder stellen. Das ist in uns, bei jedem Mensch geschrieben, das ist nicht gut. Und egal in welche Ecke der Welt man sich befindet, man weiß, es ist nicht gut. Das ist wie töten. Das heißt, dieser Gott hat manche Sachen in unserem Herz geschrieben und wir müssen danach laufen. Wir müssen diesem Weg folgen, weil das der richtige Weg ist. Mhm. Und ich kann nur den jungen Leuten sagen, vielleicht heute stecken sie in Drogen, sie sind abhängig von Sex, von Pornografie, von was weiß ich, aber es gibt einen Weg. Und dieser Weg ist Jehoshua. Der kann uns helfen, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Er kann uns den richtigen Weg zeigen, wie wir auf dieser Welt zu laufen haben. Man soll manchmal einfach mal eine Pause machen und sich die gute Frage stellen. Was ist denn mein Leben? Warum lebe ich überhaupt? Was ist denn nach meinem Leben? Bin ich hierher auf der Welt gekommen, um nur Sex zu haben, Droge zu nehmen und dann irgendwann mal ist es vorbei? Ich glaube nicht. Es gibt was nach dem Leben und die Bibel sagt uns das. Entweder die Höhle oder der Himmel für die Ewigkeit. Ja. Und wir meinen, wir lieben Leben, wir wollen leben. Aber Jehoshua verspricht uns das ewige Leben. Und wenn man wirklich das Leben liebt, dann muss man doch dieses ewige Leben einnehmen. Ist es. Ja? Weil das andere, was die Welt uns zeigt,
das wird ein Ende haben. Mhm. Das wird ein Ende haben, aber ein Ende in Leiden, ohne Ende. Mhm. Deswegen muss man sich wirklich gut Gedanken drüber machen, was will ich denn? Will ich das ewige Leben im Frieden, wo alles gut ist, oder will ich das ewige Leben in der Höhle? Genau. Aber dafür müssen wir einen Preis zahlen. Deswegen steht ja hier, wir sollen fliehen von der Begierde der Jugend. Das heißt, es gibt einen Preis dafür zu zahlen, junge Leute. Kein Mensch ist als Alkoholiker geboren. Kein Mensch ist als Dieb geboren. Das hat sich entwickelt. Kein Mensch ist mit der Zigarette im Mund geboren oder mit einem, mit einem Joint im Mund. Ja. Oder du bist geboren und hattest schon eine Frau. Nein. Das heißt, diese Sachen haben sich irgendwann entwickelt. Du bist in ein Umfeld reingekommen. Es gibt immer Gründe. Und hast dann Gefallen dafür bekommen oder du hast dich beeinflussen lassen oder du hast dich pressen lassen oder wie auch immer. Aber da hast du mit den Dingen angefangen. Aber du bist nicht so geboren. Das heißt, du warst nicht so. Das heißt, du kannst dich auch ändern. Der Herr möchte, dass wir diese Sachen verlassen. Weil es gibt ein ewiges Leben, wie die Schwester sagte. Das wahre Leben ist nicht dieses Leben. Dieses Leben ist vergänglich, das ist kurz. Aber danach fängt das wahre Leben an. Und wie gesagt, es gibt zwei ewige Leben in der Hölle, wo du verbrennst, wo du Leid hast, wo es Qual gibt, oder das ewige Leben im Frieden mit dem Herrn, der Himmel erschaffen hat. Das heißt, er sagt uns, fliehe von diesen Gelüsten. Die Dinge, die wir genannt haben, fliehe davon. Du weißt, wo drin du steckst. Du bist auch so wie wir wahrscheinlich, ein richtiger Heuchler, wie wir gestern auch waren, wie wir in der Vergangenheit auch waren. Sitzt in der Gemeinde, bist treu, sitzt da und denkst, Leute, bist ein lieber Junge, höflich, liebe Frau, höflich. Aber du weißt, du kennst die Dinge, die du tust. Und wenn du nicht kanntest, wenn du einige Dinge nicht wusstest, weißt du es jetzt, weil du es jetzt zugehört hast. Fliehe von diesen Dingen. Weil diese Dinge bringen dich in die Hölle. Diese bringen dich ins Verdammnis, ins Feuersee. Fliehe von diesen Dingen. Du bist jung, ja, aber du kannst auch in deiner Jugend Gott dienen. Du kannst es. Wieso? Was wir können, kannst du auch. Du kannst es. Fliehe davon. Laufe weg. Du hast selbst gehört hier, wir waren alle drei zu Hause. Der Herr hat uns zu Hause begegnet. Der Herr kann dir auf der Straße begegnen. Der Herr kann dir bei WhatsApp begegnen. Der ist derselbe, ja, aber er ist nicht monoton. In vielen Gemeinden, lass mich euch die Wahrheit sagen, ist der Herr gar nicht mehr da. Der Herr ist nicht mehr da. Und da, wo der Jesus nicht regiert, regiert wer? Der Teufel. Deswegen seht ihr, dass die Sünde steigt. Die Leute ändern sich nicht. Leute werden immer, die sinken immer tiefer in der Sünde, sinken immer tiefer in der Sünde. Die Kinder kriegen, die unsere jungen Mädels kriegen Kinder, aber man sieht die Väter nicht und so weiter und so fort. Ist es der Sinn, warum wir zur Gemeinde gehen? Und dann kommt der Pastor auch noch ganz stolz, präsentiert, wir haben ein neues Mitglied unserer Gemeinde, obwohl die Mutter von diesem Kind in der Sünde ist. Flieht von diesen Sachen. Flieht sogar von diesen Gemeinden. Nicht um zu uns zu kommen, aber um wen zu folgen? Joshua. Er ist der wahre Weg. Flieht. Da, wo euch nicht die Wahrheit gesagt wird, flieht. Da, wo euch nicht die Gerechtigkeit vom Herrn gepredigt wird, flieht. Da, wo euch nicht die Rückkehr vom Herrn gepredigt wird, flieht. Da, wo euch gesagt wird, dass wenn ihr das und das tut, kommt ihr in die Hölle. Flieht. Das ist dein Leben. Du bist alleine gekommen, du wirst alleine gehen. Flieht und sucht was? Gerechtigkeit. Was? Der Glaube, die Liebe und den Frieden, die den Herrn mit einem reinen Herz suchen oder anbeten. Das heißt, auch in deinem Umfeld musst du dich auch von Leuten trennen. Du musst einen Preis zahlen. Nicht deine Gerechtigkeit, aber seine Gerechtigkeit. Weil wir haben unsere Gerechtigkeit. Der eine gibt dir eine Faust, dann sagst du, nee, bei uns ist es so auf der Straße, muss ich auch eine geben. Nein, der Herr sagt, wenn man die eine auf die linke Backe gibt, gib ihm auch, die präsentiert auch die rechte. Das heißt, der Herr hat seine Gerechtigkeit. Und seine ist viel höher als unsere. Er verlangt von uns Dinge, die wir tun müssen, auf diese Gedanken sind wir noch nie gekommen. Er sagt, betet für eure Feinde. Gebt ihnen sogar was zu essen, wenn ihnen was fehlt. Gebt ihnen sogar Kleidung. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit müssen wir suchen. Wo finden wir sie? In seinem Wort. Sein Wort ist die wahre Gerechtigkeit. Sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Lösung. Das müssen wir suchen. Flieht die Sache. Einige Sachen müssen wir fliehen. Und da viele Dinge müssen wir fliehen. Aber wir müssen auch andere Dinge suchen. Damit wir auch in dem Himmelreich Gottes bekommen können. Das heißt, wir müssen die Lüge fliehen, die Sünde fliehen, die Gemeinde fliehen, da wo es keine Früchte gibt. Keine Früchte, keine Bekehrungen. Leute sind 20 Jahre in der Gemeinde, immer dieselben. Jedes Jahr werden, Versammlungen gefeiert von Frauen, diese Frauen, da wo die Frauen sich versammeln und predigen. Aber warum geht es nur um Kleidung und um Essen? Und danach, die Frauen bleiben dieselben.
Diese Frauen, die geklaut haben, klauen wieder. Was bringt euch diese 20 Jahre Versammlung? Was bringt euch diese 30 Jahre Versammlung? Was hat das gebracht? Wo sind die Früchte? Unsere jüngeren Geschwister bekommen Kinder einfach so ohne Ehe. Die Männer sieht man nicht. Die sind doch nicht Maria. Die sind doch nicht Maria. Keine Furcht vor Gott. Keine Gottesfurcht. Flieht. Flieht. Der Herr möchte uns erretten. Das klingt zwar hart, aber der Herr ist nicht gekommen, um uns zu streichen. Der Herr möchte uns retten. Von den Händen, vom Teufel herausreißen. Und das ist keine sanfte Angelegenheit. Weil der Teufel möchte die Leute mit in die Hölle nehmen. Er möchte nicht alleine brennen. Das muss dir klar sein. Flieht, sucht die Gerechtigkeit, sucht den Glauben. Weil wir sind nicht gerettet durch Werke. Wir sind nicht gerettet, weil wir singen. Wir sind nicht gerettet, weil wir unser Geld spenden. Wir sind nicht gerettet, weil wir ein Zehntel geben. Aber wir sind gerettet durch Glaube. An wen? An Joshua. Amen? Amen. Er sagt, sucht die Liebe. Was für eine Liebe? Es gibt viele, mehrere Arten von Liebe. Was für eine Liebe? Er sagt nicht, dass du Liebe machen sollst mit anderen Leuten. Nein, von dieser Liebe spricht er nicht. Aber was für eine Liebe? Die Liebe, die desinteressierte Liebe. Nicht da, wo du deinen Vorteil siehst, aber der Vorteil vom Herrn. Gehorsam. Du sollst ihm lieben von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, von deinen ganzen Gedanken, von deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Da können wir uns die Frage stellen, wer ist unser Nächster? Jeder. Sei er weiß, schwarz, rot, blau, behindert, beschränkt, klein, groß, dick, dünn. Jeden. Jeden. Auch diese Person, die dich jeden Morgen nicht grüßt, wenn du ihn grüßt. Den sollst du auch lieben. Die Person, die dich beleidigt, die Person, die dich bekämpft, sollst du lieben. Amen. Amen. Als wir Gottes Feinde waren, hat er uns auch geliebt. Amen. Aber was machen wir? Was wird uns gelehrt? Nein, wir schmeißen Feuer, 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 Feuer. Was für Feuer? Das ist doch keine Liebe. Hat der Herr Feuer auf dich geschmissen, als du in der Pornografie warst? Wo du fremdgegangen, wo du Männer von anderen Frauen genommen hast? Hat der Herr Feuer auf dich geschmissen? Der Herr hat dir die Hand ausgestreckt. Also präsentier auch die Liebe zu den anderen. Die Liebe und Frieden, nicht mit allen, aber mit wem? Mit denen, die den Herrn auf reinem Herzen. Das ist klar. Das ist klar, weil du würdest niemals Frieden mit dem Teufel haben. Stimmt? Mhm. Ist klar. Und die Kinder vom Teufel, du wirst auch niemals Frieden mit dem haben. Egal, was du suchen, du wirst keinen Frieden mit dem haben. Deswegen suche Frieden mit dem Herrn mit einem reinen Herz anbeten. Unbefleckt. Die sich von der Sünde entfernt haben, die sich heiligen, die das Wort leben, nicht nur bla 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 bla, aber das umsetzen. Nicht Leute, die große Schilder haben, hier Namensschild Christ, nein, das ist ein Leben, du musst das leben. Leb christliches Leben, jeden Tag, jede Sekunde. Fliehe diese schlimmen Dinge und folge die Wahrheit. Folge ihm selbst, denn er ist die Liebe, er ist die Gerechtigkeit, das Glaube ist an ihm, er ist die Wahrheit. Folge Joshua, folge ihm selbst und wir sehen, er wird dein Leben ändern. So wie er unser Leben geändert hat, kann er auch dein Leben ändern. Folge ihm selbst, das ist unsere Botschaft, die wir euch geben wollten, Jugend. Flieht die Sünde, flieht die Begierde der Jugend und folgt dem Herrn selbst. Denn er hat den Weg zum Himmelreich gemacht, er allein kennt den Weg. Deswegen präsentieren wir euch wen? Joshua, folgt ihm. Raus aus den Gemeinden, raus aus den Sekten, raus aus diesen, wir kennen uns schon seit lange, aus wie sagt man, so sentimentale Sachen. Nein, das ist mein Kollege, mein Kumpel, was wenn die sagen, die können sagen, was sie wollen. Aber für mich ist es wichtig, was sagt der Herr über mich? Mhm. Was denkt er über mich? Erkennt er mich als ein Kind? Weil du wirst nicht errettet durch deinen Dienst, aber durch deinen Glaube. Er hat zu denen gesagt, nicht alle, die zu mir Vater, Vater sagen, werden im Himmelreich Gottes kommen. Viele werden sagen an dem Tag, wir haben doch gesungen, wir haben doch gefastet, wir haben doch das und das getan, wir waren doch aktiv, so wie wir auch waren. Wir waren doch so und so, aber er wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Nie gekannt. Und jetzt hast du noch die Möglichkeit, dein Leben zu ändern. Ändere es heute. Seid ermutigt im Namen Joshua. Der Herr sei gelobt, ihm allein gebührt die Ehre. Wir danken euch und wir danken dem Herrn. Im Namen Joshua haben wir gebetet und sagen Amen. Amen.